Es ist ein Modell, mit dem ich sehr gern arbeite. Das nennt sich der Wertebaum. Und das ist Denkmodelle so, dass der Baum Wurzeln hat. Das sind die Werte, die ein Mensch oder auch eine Gemeinschaft von Menschen, eine Gruppe wie eine Familie oder ein Unternehmen hat. Das sind die Werte. Der Stamm sind die Leitsätze dieses Unternehmens oder dieser Menschen. Und die Äste und Blätter, das sind die täglichen Handlungen. Und zum Beispiel kann ein Wert lauten, wir gehen Respekt zum Beispiel, wäre ein Wert. Der entsprechende Leitsatz, wir gehen respektvoll miteinander um. Und dann ist es ja so, das ist die Grundlage unseres Lebens und dann geschehen ja täglich Handlungen. Wir sind ja aktiv. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige und fruchtbare Aufgabe für einen selbstbestimmten Menschen, sich täglich am Abend zu fragen, gerne auch in der Partnerschaft, weil es extrem fruchtbar ist, habe ich denn heute, was ich heute getan habe, hatte das noch was mit meinen Werten zu tun? Und das nenne ich dann eine gemeinsame Synchronisation. Also extremes Beispiel, wenn jemand Respekt als Wert hat, und dann als Leitsatz, wir gehen respektvoll miteinander um. Und dann ist es vorgekommen, dass die Partner miteinander geschrien haben oder so in sonst einer Form emotionale Gewalt angewandt haben. Und dann ist wirklich die Frage, hat das noch mit meinen Werten zu tun? Und es ist ganz wichtig, das zu synchronisieren und zu sagen, also entweder ändere ich meine Werte oder da ist mir im täglichen Handeln was passiert, in den Ästen. Das kann ich am ehesten ändern und das machen wir ab morgen anders. Also die tägliche Aufgabe für Einzelpersonen, aber auch extrem fruchtbar für Gruppen, ist die tägliche Synchronisation von Werten in der Basis hin zu den täglichen Handlungen.